Hallo zusammen, ich bin heute zu Gast bei Elena Puster, die Sopranistin ist und inzwischen freiberuflich und die auch Gesang studiert hat, und zwar an der Hochschule in Köln. Und ja, uns jetzt ein bisschen erzählen wird über ihre Erfahrungen bei der Aufnahmeprüfung. Bei der Aufnahmeprüfung, ja, das war ein großer Tag natürlich, den man lange, wo man lange hingefiebert hat, und dementsprechend nervös war ich auch. Aber ich habe anscheinend irgendwie die Nerven behalten und habe dann bestanden. Ich habe mich an 5 Hochschulen beworben. Zu 4 Aufnahmeprüfungen bin ich dann hingefahren. 2 habe ich bestanden, 2 habe ich nicht bestanden. So sah es aus. Ja, wie war der Ablauf? Das variiert von Hochschule zu Hochschule. Also meistens ist es so, dass der künstlerische Teil zuerst kommt, das heißt, man singt. Und dann, je nachdem, ob man den Teil bestanden hat oder nicht, wird man dann weitergeleitet zur theoretischen Prüfung. In Köln war das so mit ein bisschen Abstand 2-3 Wochen. Mhm. Und danach hatte man eben dann die Zusage. An der Folkwang Hochschule war es aber so, dass erstmal der theoretische Teil kam, wo ich dachte, was soll das? Aber es war gut für mich, weil ich anscheinend so gut abgeschnitten hatte, dass dann nach der Gesangsprüfung man mir sofort gesagt hat, ja, insgesamt die Punktzahl ist so gut, Sie haben Studienplatz, herzlichen Glückwunsch. Und das war natürlich, yay, man fuhr beschwingt nach Hause, und deswegen war das für mich ganz gut damals. Aber wie gesagt, meistens künstlerischer Teil, dann theoretischer Teil. Mhm. Wie hast du dich vorbereitet? Bei mir stand schon relativ früh fest, dass ich das überhaupt machen möchte. Ich habe mit 10 gesagt, ich werde Sängerin, basta, Punkt, aus, und dann habe ich das auch so verfolgt. Ich wollte erstmal Musical-Darstellerin werden, und dann habe ich mit 14 gesagt, nee, ich gehe doch zur Oper. Und das heißt, da war jetzt auch genügend Zeit, um sich entsprechend vorzubereiten. Da waren meine Eltern auch sehr dahinter, weil die meinten, gut, wenn unsere Tochter so einen beknackten Beruf machen will, dann aber ist es richtig. Und haben dann eben, ja, zugesehen, dass ich auch mit 16 schon Theorieunterricht bekomme und Gehörbildung, ja. Einzelunterricht. Im Nachhinein vielleicht ein bisschen übertrieben, ein bisschen früh, aber es hat mir jetzt auch nicht geschadet. Also ich war vielleicht jetzt ein bisschen übervorbereitet für die Prüfung, aber es hat mir auch im Sängerleben immer ganz gut ja, weitergeholfen. Ich bin schnell im Repertoire lernen, schnell einfach neue Dinge auffassen, und deswegen unterschätzt die Gehörbildung nicht, und der Theorieteil ist gar nicht so doof. Ja, auf dem Kanal lernen. Genau. Gab es so an zusätzlichen Faktoren? Hast du dich vorher mit Professoren zum Beispiel getroffen? Ja, habe ich. An der Folkwang Hochschule habe ich einer Professorin vorher vorgesungen. Das wurde wahrscheinlich auch zum Vorteil, immerhin habe ich dort bestanden, kann also eine Rolle gespielt haben, ist aber auch nicht zwingend notwendig. Also in Köln habe ich lustigerweise zwar auch mal einen Professor vorgesungen, wo ich dann auch gelandet bin, aber der konnte sich hinterher gar nicht mehr an mich erinnern. Da habe ich so zur ersten Stunde, ach schön, dass das geklappt hat, wir haben uns ja schon kennengelernt vorher. Ja wie, du warst schon mal hier? War total überrascht. Also es ist anscheinend kein Muss. Aber wenn man sich wirklich in den Kopf gesetzt hat, ich möchte bei der und der Person studieren, dann ist es natürlich schon sinnvoll, vorher mal anzuklopfen, mal schon Statements sich abzuholen, eine Einschätzung, eine erste, einfach, dass das Gesicht schon mal bekannt ist und vielleicht, dass man auch schon mal in einer etwas stressfreieren Situation vorsingen kann, weil so eine Aufnahmeprüfung, ja, ist jetzt nicht so, man ist nicht entspannt, und deswegen ist so ein Vorsingen beim Professor absolut zu empfehlen. Ja, ich höre jetzt so ein bisschen raus, also bisher hatte ich Gesprächspartner, die alle schon vorher was anderes studiert haben, bevor sie ihren künstlerischen Beruf gemacht haben. Du bist da von der Schule direkt in den, in das Gesangsstudium eingestiegen. Ja, ich hatte ein Jahr Pause, weil meine Lehrer und so mich immer so verrückt gemacht haben, wegen Klaviertheorie, alles so hart, so hart. Meine Lehrer hatten da halt selber so ein bisschen Probleme mit, und haben mir das so auf den Weg gegeben. Und da hatte ich so einen Respekt vor, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt lieber noch ein bisschen Pause und bereite mich gründlich vor, dass da auch nicht schief geht. Und deswegen war ein Jahr nach dem Abi noch wirklich Vorbereitungszeit. Ich habe da zwar offiziell Musikwissenschaft studiert und habe da auch einige Vorlesungen mitgenommen, aber hauptsächlich galt das wirklich der Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung. Mhm. Ja, wenn dann der große Tag da ist, sage ich mal. Erstmal, ihr Sänger habt, glaube ich, in der Aula in Köln die Aufnahmeprüfung, das heißt ein riesiger Saal. Ja. Und dann stehen da so ein paar Tische irgendwo in den Zuschauerreihen, und da sind die Professoren, die einem zuhören, also weit von einem entfernt. Wie fühlt sich sowas an? Ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich finde es viel schlimmer, wenn Leute so ganz nah sind und ich jeden Blick so beobachten kann. Da bin ich viel nervöser, als wenn es so auf große Distanz ist. Also deswegen fand ich das persönlich auch gar nicht so.
so schlecht in der Aula. Die Akustik gewöhnungsbedürftig dort, aber ja, war schön eigentlich. Ja, ja, gewöhnungsbedürftig kann ich bestätigen. und dann ist es ja so, dass ja, also ich als Schulmusiker damals und später Theoriestudent habe immer, wenn Gesangsprüfungen waren, gedacht, Wahnsinn, was sind das für Listen, die da aushängen von Leuten, die sich darauf bewerben. Also es waren bestimmt immer zwischen 50 und 100 allein so Pläne, die da so einer Aufnahmeprüfung auflaufen. Ja. Das heißt, da ist die Konkurrenzsituation in so einem Vorsingen wahrscheinlich relativ groß, ne? Ja, ich habe auch erstmal geschluckt damals in Köln. Also in meinem Jahr waren wirklich 300 Bewerber und 10 Leute haben einen Zuschlag bekommen. Mhm. Das waren schon relativ viele Leute, weil ein neuer Professor kam und der musste seine Klasse erstmal voll machen. Deswegen waren so viele Plätze überhaupt zu vergeben. Also in anderen Jahren sieht das noch mau aus. Aber Köln ist jetzt auch ein Extrembeispiel, ist ja eine sehr große Hochschule. Mhm. 300 Bewerber hat man jetzt in Detmold oder so nicht zu erwarten, das ist schon klar. Mhm. Aber klar, das ist auch nur ein Vorgeschmack auf den Job, muss man auch so sagen. Also da kann man sich schon mal gleich dran gewöhnen. Also wenn man später zum Vorsingen geht, kann man sich mit der ganzen Welt messen. Also wenn man für eine Vakanz vorsingt, dann gibt es Leute aus Amerika, aus Asien, aus ganz Europa. Also ja, es ist ein Vorgeschmack. Die ganze Welt, wenn man jetzt vom Opernbetrieb ausgeht, die möchten nach Deutschland kommen. Es gibt nirgendwo ein Land, wo es so viele Theater gibt, auch noch staatlich subventioniert. Festes Ensemble, das ist das Schlaraffenland für Sänger. Und deswegen ist die ganze Welt einfach hier. Und ja, kann man sich gleich dran gewöhnen bei der Aufnahmeprüfung. Ja, ja, gut, dazu fallen mir jetzt eigentlich auch schon wieder 1000 Fragen ein, aber die werden dann in einem späteren Interview gestellt. Jetzt bedanke ich mich erstmal bei dir fürs Gespräch. Unten findet ihr den ein oder anderen Link zur Homepage von Elena auf jeden Fall. Und was da noch so kommt, werden wir noch besprechen. Und ja, dann wünsche ich noch viel Erfolg für die Zukunft. Danke, ebenso. Man sieht sich. Ciao.